Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute, lang ersehnt, Currywurst wird eingekocht. Und damit wir auch eine leckere Currysoße selber machen können, müssen wir erstmal in den Garten und Tomaten ernten. Hier die Gläser sind schon im Einkochautomaten und wie das Ganze funktioniert, sehen wir jetzt. Aber wie gesagt, erst Tomaten holen. Los geht's. Mein Mann filmt und ich ernte. So, ich habe jetzt hier schon mal ein paar San Marzano und jetzt ernten wir da vorne noch ein paar von den Buffalo Steak, von den großen, weil wir brauchen ja ein bisschen mehr. So, dann kämpfe ich mich hier noch mal durch. Ach, sind die schön. Und die Dicke hier, die wollen wir wiegen. Guckt euch doch mal den Trümmer an. Ist die nicht herrlich? Ich schätze mal, 800 Gramm hat die bestimmt. Die werden wir drin auch mal wiegen und zu gucken, was die auf die Waage bringt. Schau dir mal hier, dieser grüne Kragen hier oben, das ist einfach durch die Hitze der letzten Tage, die Hitzewelle. Aber schmecken tut die trotzdem. Die nehmen wir auch noch mit. So, das dürfte uns reichen für das, was wir jetzt in der Küche vorhaben. Und ja, dann gehen wir mal zurück in die Küche damit. Unsere Zwiebeln haben wir ja schon geerntet. Und für das Rezept braucht man noch ein bisschen rote Zwiebel. Das heißt, ich schneide mir hier noch ein paar rote Zwiebeln raus. So. Die ist ein bisschen klein, deswegen nehme ich drei. Die nehmen wir auch noch mit rein. Okay, dann haben wir alles zusammen und wir gehen jetzt in die Küche. Die Tomaten sind geerntet, da wart ihr dabei. Ich habe sie jetzt gewaschen und schon grob zerkleinert. Und eine Tomate, die dickste, die habe ich mal aufgehoben. Die legen wir mal zusammen auf die Waage. Bin mal gespannt, was die auf die Waage bringt. Ja, 563, 564 Gramm für eine Buffalo Steak Tomate. Ja, das sind aber schon 4 Kilo geputzte. Das heißt, die gibt es heute Abend als Tomatensalat für zwei Personen. Ist das dicke genug für einen Tomatensalat? So, dann schauen wir mal. Ich habe ja ein bisschen was vorbereitet. Einmal die Tomaten. Und ich habe hier auch meinen Gewürzteller. Ich habe hier Senfsaat, schwarze Pfefferkörner, Sternanis, ein bisschen Bruchzimt und Piment. Wer keinen Bruchzimt hat, der kann auch einfach einen Teelöffel Zimtpulver nehmen. Das spielt keine Rolle. Und ich möchte ja nachher da mit dem Mixstab rein. Und wenn ich die jetzt alle da reinmache, dann kommt das nicht so gut. Deswegen habe ich hier wieder so mein Gewürz- oder Tee-Ei und werde jetzt als erstes mal die Gewürze da rein schaffen. Möglichst unfallfrei. Ich sehe schon, das hätte ich besser anders gemacht, aber ja, braucht halt ein bisschen mehr Zeit. Aber die Gewürze sollen jetzt alle hier in mein Tee-Ei rein. Das darf dann nachher in der Tomatensoße mitkochen. Bruchzimt bringe ich mir auch immer aus dem Urlaub mit. Das nutzen die Einheimischen in Marokko immer sehr gerne zum Kochen, weil ja, die schöne Ware geht in den Export und der Bruchzimt, der bleibt immer in der Regel im Land, aber der hat genauso viel Geschmack, nur weil es kleine Stückchen sind, brauche ich keine ganze Zimtstange. Der Bruchzimt tut es auch. Ich habe hier die roten Zwiebeln geschält und klein geschnitten. Die müssen nicht ganz fein gehackt sein, die können ruhig grob sein, weil nachher gehen wir eben im Mixstab rein. Also ja, macht euch da keine Mühe, die besonders gleichmäßig und klein zu schnibbeln. Die können auch grob sein. Dann habe ich hier noch braunen Rohrzucker vorbereitet. Und habe hier noch Apfelessig vorbereitet. Das brauchen wir alles für die Soße. Im Prinzip stellen wir so eine Art Ketchup her. Und später kommt dann noch Curry dazu, dass wir eine vernünftige Currysoße haben. So, im Topf habe ich schon ein bisschen Olivenöl. Und dann kommen die Zwiebeln dazu. Und da schwitzen wir jetzt erstmal ein bisschen an. Ja, die dürfen jetzt ganz leicht Farbe nehmen, bevor wir sie dann mit dem Zucker beglücken. So, wir haben jetzt schon ein kleines bisschen Farbe. An der Stelle gebe ich jetzt den braunen Zucker, den Rohrzucker dazu. Der darf nämlich so ein kleines bisschen karamellisieren. Nur kurz mit anbraten.
die Mengenangaben und oft auch Produkte, die ich verwende, das verlinken wir immer unten in der Videobeschreibung. Manch einer schreibt in den Kommentaren, wie finde ich die Videobeschreibung? Ich kann euch sagen, wie es auf dem Handy aussieht. Wenn ich auf dem Handy YouTube aufrufe, dann ist in der rechten unteren Ecke ein Pfeilchen nach unten. Wenn ich da drauf klicke, geht das auf und dann steht irgendwo mehr. Und wenn ich da drauf klicke, dann geht der ganze Text, die Infobox, die Videobeschreibung, da gibt es ja verschiedene Namen für, die geht dann auf. Dann können wir an der Stelle ablöschen mit dem Apfelessig. Und jetzt Vorsicht beim Einatmen, weil wenn ich Essig erhitze, dann steigen ja auch immer die Essigsäuren auf. So. Jetzt unten ist ein bisschen Karamell noch dran. Das löst sich jetzt aber beim Aufkochen am Topfboden ab. Und wir können an der Stelle schon unsere ganzen geputzten Tomaten dazugeben. Und jetzt heißt es einfach Geduld haben. Jetzt muss das Ganze, ja, es kommt natürlich auf die Menge an, die ihr macht, ein paar Stündchen kochen. Zwischen 1 und 3 Stunden ist alles möglich. Am besten immer einen Topf nehmen mit einem großen Durchmesser. Je größer die Oberfläche ist, umso schneller verdampft das Ganze auch. Und das muss ja jetzt erstmal klein kochen. Ich habe bewusst auch die Schalen dran gelassen. Die Lycopene, die ganzen wertvollen Stoffe, die will ich nicht, häuten und entsorgen. Das darf jetzt alles schön zerkochen, runterkochen, Wasser reduzieren, damit es dickflüssiger wird. Ich werde auf die Uhr gucken und euch nachher berichten, wie lange es bei meinen 4 Kilo gedauert hat. Bis später. Vor lauter hätte ich fast mein Gewürzei vergessen. Das muss natürlich noch mit rein. Das hänge ich hier oben an den Topfrand und drücke das schön in die Flüssigkeit, damit die Gewürze auch ihren Geschmack abgeben können. Und jetzt lassen wir es tatsächlich köcheln. Und ich gucke auf die Uhr, um euch zu sagen, wie lange es gedauert hat. 1,5 Stunden sind rum und ihr seht, im Topf ist schon ganz schön was passiert. Mir habe deutlich weniger da drin. Ich nehme jetzt als erstes mal das Gewürzei raus. Und deswegen finde ich das auch so toll, weil wenn ich die Tomatensoße oder den Ketchup zwischendrin probiere und bin der Meinung, das ist mir jetzt genug an Aromen, dann nehme ich das einfach raus. Mache ich da teelöffelweise das Pulver rein, habe ich ja immer ein Problem. Wenn mir es nachher zu viel ist, was mache ich dann? So, und hier kann ich das Tee-Ei einfach rausholen, wenn mir der Geschmack intensiv genug ist. Deswegen vielleicht auch gerade beim Zimt. Wir Deutschen sind bei Zimt ja eher in die Richtung süß. Andere Länder haben Zimt auch in der würzigen Küche. Vielleicht doch kein Zimtpulver reinmachen, sondern ein Stückchen von der Zimtstange. Und dann könnt ihr, wenn es intensiv genug ist, gerade das Gewürzei rausholen. So, einmal raus. Dann brauchen wir noch eine fruchtige Komponente. Und ich möchte ja noch ein bisschen mehr Bindung haben. Und deswegen habe ich mir aus dem Keller mal Apfelbrei hochgeholt. Und jetzt machen wir mal ein Gläschen Apfelbrei da dran, dass wir noch eine fruchtige Komponente in unsere Currysoße bekommen. Stelle ich mir die Platte mal ein bisschen kleiner und dann gehe ich mal mit dem Mixstab da rein. So, dann gucken wir mal. Mich stört das Ganze nicht, wenn hier jetzt noch ein paar Tomatenkerne drin sind. Wer sie komplett frei von irgendwelchen Kernen oder noch kleine Hautpartikel haben will, der kann das Ganze jetzt durch ein Sieb streichen. Für mich ist es absolut nicht schlimm, wenn da ein paar Tomatenkerne oder kleine Stückchen Haut drin sind. Das gehört für mich dazu. Das zeigt, dass ich ein Naturprodukt habe aus dem eigenen Garten. So, was ich jetzt noch nicht dran habe, ist Salz. Gucken wir mal, das wollte ich euch eigentlich auch noch mal zeigen. Ich werde oft nach meinen Gewürzen gefragt und ich habe hier meine Gewürzschublade und dann zeige ich euch noch da oben meinen Schrank. Da habe ich dann auch noch weitere, hier unten sieht man halt schön, die kann man rausnehmen und dann hat man halt, ja. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht normal, was die Anzahl der Gewürze angeht. Ich liebe es, wie gesagt, zu reisen und bringe mir auch immer Gewürze mit. Und Gewürze sind bei mir beim Essen sau wichtig. Ja,
Das wollte ich euch nur mal kurz gezeigt haben, aber jetzt brauchen wir noch ein bisschen Salz. Und dann habe ich hier ein Madras Curry aus Sri Lanka mitgebracht. Ich verlinke euch das Madras Curry, da gibt es nämlich scharfe und milde. In der Regel ist das schärfer als normales Currypulver, weil hier mehr Chili drin ist. Aber es hat auch eine fruchtige, erdige Note. Deswegen liebe ich das Madras Curry so gerne. Also ja, ich liebe es einfach. So, und bei dem Currypulver nach eigenem Geschmack. Wer kein Madras Currypulver hat, kann natürlich auch sein normales Currypulver nehmen. Jeder nach seinem eigenen Geschmack. So, dann rühren wir das mal unter. Und dann heißt es einfach rantasten. Jeder ist hier anders, was die Schärfe und die Intensität des Curry angeht. Wenn das jetzt untergerührt ist, hole ich mir den Teelöffel und werde einfach mal etwas probieren. Lecker, aber für meinen Geschmack kann noch ein bisschen mehr an Curry da rein. Tastet euch da langsam ran, weil ja, jeder hat ja einen anderen Geschmack. Was bei mir jetzt gut ist, kann bei anderen zu viel sein oder zu wenig. Deswegen gebe ich das Curry auch nur nach eigenem Geschmack an, genau wie Salz und Pfeffer immer, damit jeder selber entscheiden kann, wie viel soll es denn sein. Jetzt ist für mich der Curry-Geschmack ausreichend dominant, nicht zu scharf. Wer es gerne richtig scharf mag, kann an der Stelle natürlich auch noch ein bisschen Chili mit reingeben. Alles kein Thema. Dann habe ich hier schon was vorbereitet. Damit die Fliegen nicht rangehen, habe ich es abgedeckt. Ich habe hier feine gebrühte Bratwürste, schön gebraten und in Scheiben geschnitten. Bitte keine rohen Bratwürste. Es sollten auf jeden Fall gebrühte sein. Ist wichtig, damit uns das im Glas dann nachher auch nicht verdirbt, sondern auch haltbar ist. Ich habe hier die 370 Milliliter Sturzgläser. Die sind für uns perfekt für eine Person als Mahlzeit. Oh, das geht so. Und ich habe hier 20 Bratwürste gebraten und klein geschnibbelt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Jawohl. Ich habe noch ein paar Bratwürste im Kühlschrank. Sollte ich noch Soße übrig haben, werde ich die noch braten und dann noch ein paar Gläser mehr füllen. So, dann den Messbecher. Jetzt müssen wir aufpassen, hier haben wir ja jetzt eine dickflüssige Soße. Da müssen wir, was den Abstand nach oben im Glas angeht, aufpassen. Weil das wird bei 100 Grad eingekocht und durch die Kochbewegung, die Bläschen, das ist was mit Stückchen, das kann sich zwischen Gummi und Deckel durchschaffen und könnte dann dafür sorgen, dass ich keinen richtigen Verschluss hinbekomme. Ich fülle jetzt erstmal überall nur ein Schlückchen auf, weil wir müssen auch noch gucken, dass wir die Luft aus den Gläsern rausbekommen. Okay, dann hole ich mal einen Löffel und jetzt nehme ich nur den Stiel und rühre ein bisschen im Glas rum, dass ich wirklich dafür sorge, dass die Soße überall hinkommt und hier die Luft rauskommt. Da rein. Jetzt nochmal ein bisschen aufstumpen, damit auch die letzten Luftbläschen rauskommen. So. Dann geht's schon ans Verschließen. Wie immer, Glasdeckel mit Einkochring einmal rundherum an vier Stellen fixieren und ab aufs Glas. Zwei Klammern drauf und immer wieder der Blick von oben. Ich habe den Gummi gleichmäßig überall drauf. Na, da war es nicht. Guck dir mal hier von oben drauf. Jetzt hat er sich gerade reingezogen. Der hat hier eine Auskerbung gebildet. Und jetzt hat er sich wieder reingezogen und nochmal neu die Klammer drauf. Jawohl, ordentlich zu. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn ihr die Gläser aus dem Einkochautomaten rausholt.
Das Vakuum entsteht ja erst beim Abkühlen. Das heißt, wenn ihr die Gläser rausholt, ist das Ganze ja noch sehr fragil. Und rausholen und aufs Küchepapier stellen und dabei immer noch mal von oben einen Blick drauf. Wenn dann hier irgendwo was rausknatscht, kann ich das, wenn ich es frisch aus dem Einkochautomaten raushol, noch mal mit dem Finger vorsichtig sanft wieder reindrücken. Dann verschließt das auch ordentlich und zieht Vakuum. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt 5, 6, 8, 10, im Moment 12 Gläser Currywurst. Ja, ich habe nicht mehr ganz so viel Wurst. Das heißt, ich werde jetzt noch meine letzten Bratwürste aus dem Kühlschrank holen, braten, damit ich den Rest der Soße noch verarbeiten kann. Und dann kommt das Ganze in den Einkochautomat. Wir haben hier den Füllstand, wir haben heiße Inhalt, ab in den Einkochautomaten und Wasserstand bis hier. Und die Currywurst muss 120 Minuten bei 100 Grad einkochen. Wenn der Einkochautomat durch ist, bitte rausholen. Zugfrei abkühlen lassen, bitte nicht abdecken. Hier haben wir Wurst bzw. Fleisch drin. Das könnte sauer werden, wenn es zu langsam abkühlt, weil ich es zudecke. So, ja. Den Einkochautomat zeige ich euch nicht mehr. Das habe ich in den ganzen Videos vorher getan. Ich muss jetzt hier noch ein paar Bratwürste fertig machen. Wenn euch das Ganze trotzdem gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer freuen über einen Daumen hoch, einen Kommentar und selbstverständlich auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!